Okay. Konnte ich hier nicht irgendwo durch die Kanalisation? Eigentlich. Oder ist sie auch jetzt nicht mehr zu viel war? Ich rede mal so rum. Auch die ist noch betretbar. Melfin. Oh, noch ein Projekt, ne? Macht's ihm nach und sterbt bis einfach. Ja, komm schon, versteck dich nicht. Naja, noch wen soll ich sonst richten? Ah, verdammt, ich brauche Munition. Okay. Habe ich ein bisschen Munition? Okay, der Kopf hat sich. Irgendwo abgesalzt. Ja, ganz schnell weg. Einmal nur schauen, dass ich irgendwie kommen kann. Ja, wir müssen ganz, ganz schnell fliehen. Sonst könnten wir es nicht überleben. Komm schon, lass mich an. Ich soll einfach die abzuhängen. Merk schon. Mensch. Wir haben ihn irgendwo im Worksporter verloren. Bleibt in Alarmbereitschaft. Gehen wir nicht die Farbe an. Wir müssen den nur meinen Chaos folgen. Dann hätten sie mich sofort wieder angeholt. Ja, er wurde gesichtet. Schnappt ihn euch, Jungs.
laut Kollegen in Little Italy verschwunden. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Naja, solange ich die Bullenhunde mehr habe, darf ich natürlich nicht zurückkehren. Ich müsste ich sonntag tauchen können. Wenn mich niemand sieht. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Okay. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Ja. Ja, hat ja, knapp geklappt. Ja, gut. Okay, und dann einmal nach Hause. Nicht mehr zum Don. Ja gut, meinetwegen. Jawohl, der Don wird es ihm wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich fahre mal um die Polizei hier rum. Die aktuelle Lost hat ein Tribune. Tribune, neuer. Ja, wir können hier die abgeschüttelt. Ein ganz schönes Ding. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht verfehlt haben. Ich meine, eigentlich sollte es eine Kugel genau zwischen die Augen gewesen sein. Aber selbst wenn nicht, er wird sich nicht mehr, er wird wahrscheinlich nicht mal zur Tatart in Frage kommen. Vielleicht. Na, vielleicht ist es ja doch eine Lektion für andere. Na, na gut, wir werden sehen. Wird sich alles rausstellen. Dann eh schon ein Ziel. Da ist nicht auch der Vorort, wo Frank wohnte. Aber dass sich da noch zum Instrument zutraut, ich meine, beziehungsweise dass das alles gesteht. Ist halt. Ja. Fragwürdig. Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Scheint, als hätte jeder 2 Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Ja, es ist deutlich zu spät.
Einfach zum Entspannen. 1938. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds. Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt. Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag. Natürlich. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauche was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Okay, gehen wir mal kurz zu Winnie. Mal schauen, wer noch irgendwas Interessantes für mich hat. Riskante Sache heute, Tom. Nimm, was du brauchst. Natürlich. Weißt du noch am Anfang? Läden filzen, Ratten verprügeln? Scheint ewig her zu sein, oder? Der Job bleibt der gleiche, Winnie. Alle Toten sind gleich. Genieß es. Mein ganzes Leben wollte ich das Sagen haben. Und das haben wir jetzt. Es ist ein Traum, Tom. Besser wird's nicht. Vergiss das nie. Natürlich. Vergessen wir das nie. Oh ja. Oh, da scheinen wir jetzt schon noch nicht mehr. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung, mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz.
Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Aus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein, nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein, aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Ja, natürlich. Paulis kleiner Traum. Haben sie schon recht. Könnte ihnen nur Schwierigkeiten einbringen. Allerdings das, was Tommy gerade erzählt, werden noch größere Probleme. Lange nicht nur neben Morello, sondern wird auch noch eigenhändig vom Don geschleppt. Okay, wir sollen Zolllaste finden. Was ist das Gebiet? Okay, das Gebiet sollten wir, glaube ich, mit dem Wagen durchqueren. Ich dachte, das wäre noch hier. Na gut, mal schauen. Was will ich hier finden? Okay, das war ewig, dass wir so stillen. Obwohl der Laster leer wird. Egal. Also, können wir das machen sollen? Was sollen wir das machen? Ich habe so weit weggefahren. Ich dachte, die waren direkt um die Ecke. Egal. Egal, was. Ja, ich hinterfrage einfach viel zu viel.
Sollte es einfach nicht so viel hinterfragen, vielleicht. Park dort drüben, Tom.